waren das mächtigste Volk Mittelamerikas. Ihre Könige berühmt, ihre Krieger gefürchtet, die Azteken. Doch ranken sich grausame Geschichten um ihr geheimnisvolles Reich. Hunderttausende, so heißt es, wurden ihren Göttern geopfert. In Mexiko werden immer wieder Funde gemacht, die das zu bestätigen scheinen. Doch waren die Azteken wirklich so blutrünstig? Es ist ein Deutscher, der dieser Frage erstmals auf den Grund geht. Eduard Seeler will die mysteriösen Handschriften der Azteken entschlüsseln. Denn diese Kodizes könnten die wahre Geschichte des untergegangenen Volkes aufdecken. Kann Seeler gelingen, woran Generationen von Forschern vor ihm gescheitert sind? Wie so oft beginnt die Geschichte mit einem Schwindel. Buckingham Palace im Sommer 1853. Königin Victoria werden zwei Exemplare einer neu entdeckten Menschenrasse vorgeführt, wie es in der Ankündigung heißt. Maximo und Bartola, beide messen kaum einen Meter, sollen die letzten noch lebenden Nachfahren der legendären Azteken sein. Um das alte Reich in Mittelamerika existieren Mitte des 19. Jahrhunderts fast nur Mythen und Legenden. Seine wissenschaftliche Erforschung steckt noch in den Kinderschuhen. Das Publikum glaubt fast alles. Schwindler und Betrüger haben leichtes Spiel. So auch Maximo und Bartola. Die beiden stammen aus El Salvador und haben mit den Azteken nichts gemein. Als die beiden auf Europa-Tournee sind, ist das mittelamerikanische Imperium schon lange von der Landkarte verschwunden. Von seinen Städten und Palästen blieben nur Ruinen und viele Rätsel. Lediglich der Adler, das stolze Symbol der einst mächtigen Krieger, kreist noch immer über den Tempeln der Hochkultur. Es waren Eroberer aus der alten Welt, die das Aztekenreich zerschlugen. Seine Entdeckung Anfang des 16. Jahrhunderts war gleichzeitig sein Untergang. Knapp 30 Jahre nach Christoph Kolumbus erreicht der spanische Eroberer Hernán Cortés im März 1519 das mexikanische Festland. Was folgt, ist eine Welle der Zerstörung. Viele Einwohner werden ermordet, ihre Tempel mit Kirchen überbaut, Schriften verbrannt, die Überlebenden missioniert. Von nun an wird die Geschichte der Azteken aus der Sicht der Sieger überliefert. Die Stimme der Indios hat sich nur in ihren Kodizes erhalten. Es dauert 300 Jahre, bis ein Wissenschaftler aus Berlin die Berichte der Eroberer anzweifelt. Eduard Seeler sucht die historische Wahrheit in den Kodizes, Bilderschriften aus der Zeit vor der spanischen Eroberung, Zeichnungen von Tempeln, geheimnisvollen Symbolen, Tieren und Gestalten. Über ihre wirkliche Bedeutung können Wissenschaftler im 19. Jahrhundert lediglich spekulieren. Cecilie Sachs ahnt nicht, dass die Erforschung der Azteken ihr Leben bestimmen wird, an der Seite ihres Mannes. Wie geht es Ihnen, Herr Seeler? Spürbar besser. Eduard Seeler plagt ein chronisches Magenleiden. Er ist Dauerpatient bei Hermann Sachs, dem Vater von Cecilie. Sie hat es ihm angetan. Seinen Beruf als Schullehrer musste er aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit aufgeben. Jetzt schlägt sich Eduard Seeler als Privatgelehrter durch. Herr Seeler, ist alles in Ordnung? Ja. Dann atmen Sie bitte einmal tief ein und aus. Natürlich. Entschuldigung. Eduard Seeler heiratet Cecilie Sachs im Herbst 1885. Es ist eine Liebesheirat. Und für den bescheiden lebenden Eduard der soziale Aufstieg. Seelers Schwiegervater ermöglicht dem Paar ein finanziell sorgenfreies Leben. Cecilie entspricht so gar nicht dem gängigen Frauenbild des 19. Jahrhunderts.
Die passionierte Fotografin interessiert sich sehr für die große Leidenschaft ihres Mannes. Seit Jahren studiert Sela, der 10 Sprachen spricht, die altamerikanische Geschichte. Die prunkvollen Tempelanlagen und goldenen Schätze der Inka, Maya und Azteken sind zwar längst Legende, doch die märchenhaften Schilderungen der geheimnisvollen Völker und ihrer Rituale ziehen das junge Paar in ihren Bann. Bei seinen Nachforschungen stößt der damals 33-jährige Eduard Sela auf den Bericht des Missionars Bernardino de Sahagún. Der Spanier ist der Letzte, der nach der Eroberung durch Cortés die wenigen noch lebenden Azteken zu Wort kommen lässt und 1540 eine ehrliche Chronik erstellt. Sela ist das nicht genug. Er will mehr über die alte Hochkultur, die Religion und den Alltag der Azteken wissen. Dazu muss er ihre Kodizes deuten und die muss er erst einmal entziffern. Selas Studien in Berlin stoßen jedoch bald an ihre Grenzen. Er beginnt zu begreifen, warum so viele Forscher vor ihm an dieser Aufgabe gescheitert sind. Ich komme so einfach nicht weiter. Kannst du ein bisschen Platz schaffen für das Tablett, bitte? Natürlich. Danke. Um diese alten Geschichten wirklich zu verstehen, müssen wir nach Mexiko. Ich muss die alten Städte sehen. Wir müssen Ausgrabungen machen. Und vor allen Dingen muss ich mich mit den Kollegen treffen. Dr. Peñafiel. Ja. Dr. Peñafiel hat in seinem letzten Brief sogar eine mögliche Reiseroute vorgeschlagen. Wirklich? Ja. Gut. Wo können wir starten? Cecilie versteht ihren Mann. Nur Ausgrabungen können ihm jetzt noch weiterhelfen. 12.000 Kilometer und 2,5 Monate Reise liegen zwischen Berlin und dem Ziel der Selas, Mexico City. Mit rund 20 Millionen Einwohnern ist die Stadt heute eine der größten Metropolen der Welt. Dicht besiedelt und bebaut, für Archäologen ein Albtraum. Denn unter dem Beton der Moderne liegt die Vergangenheit begraben, das Zentrum des Aztekenreiches. Viele Rätsel über Anfang und Ende dieses Volkes sind dort heute noch unzugänglich verschlossen. Der Überlieferung nach kommen die Azteken 1215 aus dem Norden in das Hochtal von Mexiko. Die Priester erblicken einen Adler. Für sie das göttliche Zeichen, an dieser Stelle ihrer Hauptstadt zu gründen. Sie nennen sie Tenochtitlan, was so viel bedeutet wie am Ort des Feigenkaktus. Wo Teile dieser alten Hauptstadt bislang ausgegraben werden konnten, offenbart sich eine grandiose Szenerie. In seiner Blütezeit war Tenochtitlan die wahrscheinlich größte Stadt der neuen Welt. Seit mehr als 30 Jahren sucht Dr. Salvatore Guillem in Mexico City nach den Resten dieses alten Imperiums. Finalmente las poblaciones mexicas. Die Stadt zählte fast 70.000 Einwohner. Andere Historiker sprechen sogar von 300.000. Tenochtitlan war das große Universum der Azteken, damals das Zentrum von ganz Mittelamerika. Neben einer festen Bevölkerung gab es eine fluktuierende Bevölkerung, die täglich aus der Peripherie in die Stadt strömte. Tenochtitlan war sehr lebendig. Y obviamente esto le va a dar una gran vida a Tenochtitlan. Die Selas können es 1887 kaum erwarten, die Zeugnisse dieser großartigen Kultur endlich mit eigenen Augen zu sehen. Auch wenn damals erst Bruchstücke davon ausgegraben und bekannt sind. Heute, über 100 Jahre nach der Expedition der Selas, öffnet Tlatelolco einen atemberaubenden Blick auf die überragende Baukunst mächtiger Herrscher. Tlatelolco ist die größte archäologische Anlage Mexikos. Fast 70 Bauwerke wurden bereits ausgegraben. Die Archäologen schätzen, dass sie damit höchstens 30% freigelegt haben. Zu Zeiten der Selas
war von all dem nichts bekannt. Den meisten Forschern aus Europa war der Weg ins ferne Mexiko zu weit und zu gefährlich. Komm rein! Wasser ist herrlich! So erfrischend, das wird dir auch gut tun. Komm! Ja! Komm! Jetzt komm! Die Strapazen der Reise machen dem gesundheitlich angeschlagenen Eduard zu schaffen. Es ist seine Frau, die nicht aufgibt und ihren Mann immer wieder mitreißt. Cecilie Seeler-Sachs war ein großer Motor innerhalb der Beziehung der beiden und war sicherlich auch für Eduard Seeler ein Türöffner zur einheimischen Bevölkerung, zum Land Mexiko. Denn Eduard Seeler war eher ein zurückhaltender Mensch. Und in Mexiko braucht man, glaube ich, schon auch einen gewissen offenen Charakter, um bestimmte Dinge überhaupt erreichen zu können. Die letzte Etappe von El Paso aus legen die Seelers mit der Eisenbahn zurück. Der Forscher ist erschöpft. Immer wieder hat er die wenigen Fotos der aztekischen Tempel und Paläste studiert, die Schönheit der Kathedral Metropolitana bewundert. Diese bauten die Spanier nach der Eroberung, bis heute das Wahrzeichen der Stadt. Aber jetzt vom Einsturz bedroht. Das Erdreich unter dem Gebäude hat nachgegeben. Die Kirche ist in eine Schieflage geraten und muss mit schweren Stützbalken gesichert werden. Im Auftrag der Stadt überwacht der Archäologe Raúl Barrera seit Jahren die Sanierungsarbeiten. Dabei macht er eine sensationelle Entdeckung. Er fand die unterirdischen Überreste eines riesigen Gebäudes, den Sonnentempel der Azteken. Dieser Zufallsfund ist ein wichtiger Mosaikstein, um die versunkene Stadt zu rekonstruieren. Wir wissen heute, dass Tenochtitlan aus vier Stadtteilen bestand. In der Mitte war das Heiligtum, es bildete das Zentrum. Es repräsentierte den Kosmos der Mexica. Von diesem Ort gingen vier Dämme ab, an deren Ende die vier Stadtviertel lagen. Soweit unser heutiges Wissen. Die Grenzen der Stadt aber kennen wir nicht. Eduard Seeler kann damals nicht ahnen, dass er es ist, der das Wissen über die Azteken enorm vertiefen wird. Kurz vor der Ankunft in Mexiko-Stadt erwacht er und vermisst seine Frau. In der ersten Klasse kann er sie nicht finden. Im hinteren Abteil auf den einfachen Holzbänken entdeckt er sie. Cecilias offene Art kommt bei den Mexikanern gut an. Das kennen sie nicht. Weiße, die ohne Vorurteile sind. Schnell hat die junge Frau Anschluss gefunden. Fasziniert von Land und Leuten unterhält sie sich in gebrochenem Spanisch mit den Einheimischen. Das ist mein Ehemann. Scheiße, Eduard. Wissen Sie ungefähr, wo wir gerade sind? Sie, kurz vor Mexiko-Stadt. Ah, Sie. Gracias, gracias. Der Zug erreicht das Hochtal von Mexiko und passiert seinen lavaspuckenden Wächter. Beeindruckt notiert Seeler in sein Tagebuch. Endlich kommt drüben aus Wolken und Nebel der jetzt im Schatten liegende schwarze Kegel des Popocatépetl zum Vorschein. Alsbald fahren wir in Mexiko ein. Am 13. November erreichen Eduard und Cecilie Seeler endlich ihr Ziel. Mexico City, das alte Tenochtitlan. Sie werden bereits erwartet. Antonio Peñafiel, Pionier der Aztekenforschung, hat seinen Sohn Julio geschickt. Monatelang haben Peñafiel und Seeler miteinander korrespondiert. Er ist Seelers große Hoffnung. Mit seiner Hilfe will er das Geheimnis des Aztekencodes knacken. Eduard Seeler ist ungeduldig. Komm, Eduard. Haben wir alles eingepackt? Alles gut. Wo ist der Koffer? Wir haben alles eingepackt. Obwohl Seeler von der Reise stark erschöpft ist, kann er es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen. Die 35 Grad heiße Luft und die unbarmherzige Sonne scheinen ihm plötzlich nichts mehr auszumachen. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Das ist meine Frau. Hola, mucho gusto. Buenos días. Wie war Ihre Reise? Noch ahnt der Wissenschaftler nicht, dass ihm bald eine große Enttäuschung bevorsteht. Auf dem Weg zu Peñafiels Haus bekommen die Gäste aus Deutschland erste Eindrücke von der pulsierenden Metropole. 1887 leben hier mehr als 300.000 Menschen.
Cecilie lässt es sich nicht nehmen, Schnappschüsse zu machen. Vom berühmten Templo Mayor sieht das deutsche Paar nur eine kleine Ecke. Lediglich ein Bruchteil des aztekischen Bauwerks ist zu diesem Zeitpunkt ausgegraben. Antonio Peñafiel empfängt die Gäste in seinem Haus. Ich bin hoch erfreut, dass wir uns jetzt endlich kennenlernen. Buenos dias. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Señora. Muchas gracias. Encantada. Vielen Dank für den Empfang. Antonio Peñafiel, der gelernte Arzt, hat seinen Beruf für seine Leidenschaft aufgegeben. Als Autodidakt hat er sich in jahrelangen Studien der aztekischen Kultur genähert. In der Nähe des Mexikaners blüht Eduard Sela auf. In Peñafiel findet er schnell einen Freund und Geistesverwandten. Sela brennt darauf, mit ihm in die Vergangenheit des untergegangenen Volkes einzutauchen. Muchas gracias. Antonio. Ich lief heute auf dem Weg von der Biblioteca Nacional am Templo Mayor vorbei. Aber ich war sehr überrascht. Es sah nicht so aus, als würde dort jemand arbeiten. Ja. Die Regierung hat in der Zwischenzeit ein absolutes Grabungsverbot verhängt. Das heißt, Sie werden keine Genehmigung erhalten, dort zu arbeiten? Ja, ich bedauere. Es ist unglaublich. Wir werden dort arbeiten dürfen. Aber wir können unter keinen Umständen hier ausgraben. Das ist nicht gut. Ich bedauere. Ich hatte mir so viele Antworten davon erhofft. Das Grabungsverbot ist für den Deutschen ein herber Rückschlag. Denn Sela weiß, dass nur systematische Ausgrabungen wirklich neue Einblicke in die Welt der Azteken ermöglichen. Resigniert zieht er sich in die Biblioteca Nacional zurück. Er hofft, auf unerschlossene Quellen zu stoßen, die ihm weiterhelfen können. Denn hier liegen Kopien der Kodizes, der aztekischen Handschriften. Die meisten Originale haben die Konquistadoren während ihrer Eroberungszüge verbrannt. Aber es gibt authentische Abschriften, die von glaubwürdigen spanischen Zeugen nach den Erzählungen der Indios angefertigt wurden. Doch niemand ist es bisher gelungen, die rätselhaften Zeichnungen zu entschlüsseln. Auffällig sind für Sela bei allen Kodizes die Darstellungen von Tötungen. Der Beweis für blutrünstige Opferkulte. Doch kann die von Spanien überlieferte Zahl von Hunderttausenden stimmen? Es muss doch etwas über diese Darstellung stehen. Mhm. Kapitel 2 war das? Ja. Eduardo, lass uns zusammenfassen. Es gibt 25 Darstellungen. Auf jeder sind es Paare. Im Codex Borgia. Und es muss sich dabei um Götterpaare handeln. Aber welche Bedeutung haben diese unterschiedlichen Farben? Sela bemerkt auffällige Übereinstimmungen der 14 noch existierenden Kodizes. Er kommt zu einer wegweisenden Erkenntnis. Es muss sich um das Kalendersystem der Azteken handeln. Ihre Astronomen teilten das Jahr, so wie wir, in ein Sonnenjahr mit 365 Tagen ein. Parallel dazu gab es jedoch einen zweiten Zyklus, einen heiligen Kalender mit 260 Tagen. Die berühmteste Abbildung des komplizierten Systems ist der 24 Tonnen schwere Piedra del Sol, der Sonnen- oder auch Kalenderstein, wurde 1790 in Mexiko gefunden. Auf ihm sind beide Systeme kombiniert. Nach wochenlangen Untersuchungen findet Eduard Sela heraus, dass die Neujahrstage beider Kalender, also der des Sonnenjahres und der des Heiligen Jahres, exakt alle 52 Jahre zusammenfallen. Dieser Tag markiert den Beginn des aztekischen Jahrhunderts. Für das Volk ein mythisches Datum, das sich nicht nur in den Kodizes findet. Die geheimnisvollen Zeitmarken schmücken auch ein Gebäude im Norden von Mexiko-Stadt. Ihrem Kalendersystem haben die Indios einen eigenen Tempel gewidmet. Er steht in Tlatelolco. Die Stadt war zu ihrer Zeit nur durch einen Kanal von der nahen Hauptstadt Tenochtitlan getrennt. Archäologische Funde beweisen, dass die Nachbarstädte nahezu identisch gebaut wurden.
Wie in der Hauptstadt gibt es auch in Tlatelolco einen Templo Mayor. Denn hier im Zentrum jeder Stadt verehrten die Azteken ihre mächtigsten Gottheiten. Doch was bedeuten die zahlreichen Treppenruinen, die vor dem Tempel scheinbar ins Nichts führen? Salvador Guillem und sein Team haben nach jahrelangen Ausgrabungen eine Antwort gefunden. Der Templo Mayor wurde von den Azteken mehrfach überbaut, insgesamt 7 Mal. Der letzte Tempel war über 80 Meter hoch, eine architektonische Meisterleistung. Die Wissenschaft ist sich einig. Der Grund für diese Überbauung liegt im aztekischen Kalender begründet, so wie ihn Eduard Seeler als erster entschlüsselt hat. Alle 52 Jahre beginnt ein Jahrhundert, dem zu Ehren der Bau eines noch größeren Templo Mayor folgte. Dieses Ereignis wurde von heiligen Ritualen begleitet. Die Azteken entzündeten ein sogenanntes Neujahrsfeuer und sie stimmten ihre Götter mit Gaben milde, darunter auch Menschenopfer. In der Welt der Mexica, wie sich die Azteken selbst nannten, hatten Menschenopfer dieselbe Bedeutung wie in jeder anderen Kultur auch. Wir wissen, dass der Mensch immer wieder auf dieses Mittel zur Kommunikation mit den Göttern zurückgriff. Opfern bedeutet, dass man etwas Heiliges tut. Diese Kommunikation zwischen Mensch und Gott wurde in Form des Menschenopfers fast immer gebraucht. Doch mussten zum neuen Jahrhundert, also alle 52 Jahre, tatsächlich Zigtausende sterben, wie es spanische Chronisten überliefern? In ihrer aktuellen Grabungskampagne wollen Dr. Guillem und sein Team im Innern des Tempels darauf eine Antwort finden. Tatsächlich stoßen sie auf menschliche Überreste. Doch sind es nur wenige Knochen und eine Schädelplatte. Schon bei früheren Ausgrabungen hatten sie nur einzelne Skelette entdecken können. Hier in Tlatelolco wurden an jedem heiligen Ort menschliche Überreste gefunden mit Spuren einer Opferung. All das stimmt aber nicht mit den Chroniken überein, die von Mönchen und Militärs verfasst wurden. So soll es allein 20.000 Opfer zur Eröffnung des Templo Mayors von Tenochtitlan gegeben haben. Die Archäologie aber hat hierzu keine Beweise gefunden. Statt weitere menschliche Überreste zu finden, stoßen die Archäologen auf eine Mauer, die quer durch das Innere des Tempels verläuft und die Fachleute vor ein Rätsel stellt. Vielleicht die Wand zu einer Opferkammer? Die Forscher graben die Tempelpyramide nun auch von der Seite an. Die geheimnisvolle Mauer entpuppt sich als Bestandteil eines weiteren Tempels, der noch älter als alle bisher entdeckten ist. Tlatelolco hat demnach nicht 7, sondern 8 Bauphasen. Jetzt wollen die Archäologen bis in das Zentrum des Mauerwerks vordringen. Gibt es dort sogar noch frühere Tempel? Das wäre eine Sensation. Eduard Seeler ahnt 1887 nicht, dass es seine Erkenntnisse sind, die zukünftigen Forschern helfen werden. Argwöhnisch beäugen ihn die mexikanischen Kollegen. Buenos días, señor Jiménez. Wie kommen Sie voran? Danke. Hinter ihren freundlichen Fragen steht die Hoffnung, dass er scheitern wird. So wie sie gescheitert sind bei der Entzifferung der Kodizes. Doch ist es erneut Seeler, der als erster aus den Kodizes herauslesen kann, wie streng der Alltag der Kinder geregelt war. Ein Junge im Alter von 10 Jahren soll bestraft werden, indem sein Kopf über den beißenden Rauch brennender Chilischoten gehalten wird. Abhängig von Alter und Geschlecht sind auch die Pflichten der Kinder genau beschrieben. Fischen und Feldarbeit für die Jungen, Näharbeiten und Kochen für die Mädchen. Eduard Seeler gewinnt die Einsicht, dass diese strengen Gebote ein entscheidender Faktor für den Erfolg und die Macht der Azteken waren.
Diszipliniert und kampferprobt unterwarfen sie auf ihren Kriegszügen nahezu alle umliegenden Völker Mittelamerikas und forderten hohe Tribute. In den Kodizes legten sie fest, wie viel Mais, Gold und Textilien die unterjochten Völker abzugeben hatten. Kein Wunder, dass die Azteken bei ihren Nachbarn verhasst waren. Zu ihrer Blütezeit beherrschte das Volk im Zeichen des Adlers ein Reich, das sich von den trockenen Halbwüsten Mexikos im Norden bis zu den Stränden am Pazifik erstreckte. Mithilfe der Kodizes dringt Sela von Tag zu Tag tiefer in diese verloren gegangene Welt ein. Buenas noches. Nach nur 3 Monaten spricht und liest der Forscher Nahuatl, die Sprache der Azteken. Und er erkennt, dass ihr Erfolg nicht nur auf festen Alltagsregeln und brutalen Kriegszügen beruht. Er identifiziert auch ein hochentwickeltes Spionagesystem. Die sogenannten Pochteca waren ursprünglich die Fernhändler des Reiches. Vor allem aber dienten sie als Augen und Ohren ihres Herrschers. Beim Handeln mit fremden und sogar feindlichen Völkern erfuhren sie alles über deren Heeresstärken, innere Zwistigkeiten und wertvolle Ressourcen. Dieser Nachrichtendienst war Gold wert für die Planung des nächsten Eroberungszuges. Wenn die Spione zurückkehrten, fuhren sie im Schutz der Dunkelheit bis ins Zentrum von Tenochtitlan und erstatteten ihrem Herrscher unmittelbar Bericht. Cecilie ist zwar vom Entdeckerdrang ihres Gatten erfreut, sieht aber auch, wie sehr er sich bei seiner Arbeit überanstrengt. Längst hat sie ein Abkommen mit ihm. Während er die Zeichen der untergegangenen Zeit entschlüsselt, sammelt sie an Überbleibseln, was noch zu finden ist. So kann sie am besten seine Arbeit unterstützen und ergänzen. Auf eigene Faust besucht sie die umliegenden Dörfer. Ist das von Ihnen? Meist sind dann alle auf den Beinen, um Cecilie Scherben, Teller und kleine Figuren zu verkaufen. Doch was ist Original? Was Fälschung? Und was der angemessene Preis? 2 pesos. 1 peso. 1 peso? Está bien, señora. Está bien. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Mit geübtem Auge lernt Cecilie bald, echte Antiquitäten von Fälschungen zu unterscheiden. Die Maske eines aztekischen Kriegers gehört zu ihren schönsten Erwerbungen. Sie ist im Inneren mit rätselhaften Zeichen versehen. Die wertvollsten Stücke der Seelerschen Sammlung liegen heute im Ethnologischen Museum in Berlin. Auch diese Opferschale, in der, so heißt es, das Herzblut der Getöteten aufgefangen wurde. Dutzend oder vielleicht 100-fach? Oder gar, wie von den Spaniern beschrieben, 100.000 Male. Immer wieder werfen neue Funde diese Frage auf. In Tlatelolco ist das Team von Dr. Guillem auf ein Massengrab gestoßen. In einem Gebäude neben dem Templo Mayor. Bislang konnten die Knochen von 39 Skeletten identifiziert werden. Sind es Gefangene, die bei grausamen Ritualen ihr Leben lassen mussten? Dr. Guillem hat eine ganz andere Vermutung. Fast alle sind sehr junge Erwachsene, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Die Skelette liegen ausgestreckt und ihre Schädel sind nach Norden oder Süden ausgerichtet. Hier handelt es sich offenbar um einen europäischen Brauch. Wir versuchen herauszufinden, ob es sich vielleicht um Opfer einer Seuche handelt. Es könnten aber auch spanische Soldaten sein, die während der Eroberung Tlatelolcos ihr Leben lassen mussten. Es gibt eine Reihe von Ereignissen, die mit diesen Massengrab in Verbindung gebracht werden können. Bedeutsam dabei, Spanier haben die Toten beerdigt. Es können also nicht die Opfer von religiösen Ritualen sein. Es ist nicht der einzige Fund, der verschiedene Deutungen zulässt. Nur wenige Kilometer von Tlatelolco entfernt befindet sich heute eine Baustelle. Genau dort, wo Eduard Sela damals sein Quellenstudium betrieb.
Bei Ausgrabungen wurde jetzt ein bislang unbekannter Teil von Montezumas Palast entdeckt, des berühmtesten Aztekenherrschers überhaupt. Die Archäologen sind jetzt auf einen Basaltboden und einen Steintisch mit eindeutigen Brandspuren gestoßen. Sie sind davon überzeugt, den privaten Opferaltar des legendären Aztekenherrschers gefunden zu haben. Sollte sich ihr erster Eindruck bestätigen, wäre das ein weiterer archäologischer Meilenstein. Schon jetzt gilt als sicher, der Fundort muss zu einem ganz besonderen Teil des Palastes gehört haben. Lugar negro, ennegrecido completamente, sin ventanas, sin luz, por eso le llamaban la casa denegrida. Das sogenannte Schwarze Haus von Montezuma. Ein dunkler Ort, komplett geschwärzt, ohne Fenster und Licht. Dorthin zog sich Montezuma zur Meditation zurück, um die Götter um Rat zu bitten, aber auch um sich göttlichen Beistand für seine Feldzüge zu holen. Doch weitere Untersuchungen sind ausgeschlossen. Unglaublich. Montezumas Opferaltar muss einem Aufzug weichen. Ironie des Schicksals? Eduard Seeler saß während seiner Studien praktisch im Vorzimmer Montezumas und hat es nicht geahnt. Ob er dabei auch etwas über den großen Herrscher selbst entdeckt hat, weiß niemand. Denn bis heute sind tausende Zettel mit Notizen und Zeichnungen nicht ausgewertet. Experten gehen davon aus, dass hier noch mancher Schatz zu bergen ist. Eduard Seeler schöpfte sein umfassendes Wissen aus den Aztekenkodizes. Der Stoff, auf dem sie verfasst wurden, wurde aufwendig hergestellt. Nördlich von Mexiko-Stadt, in der Region Puebla, liegt der kleine Ort San Pablito. Rund um das Dorf sind bereits von weitem Klopfgeräusche zu hören. Die Azteken malten ihre Kodizes nur auf wertvollstes Material, auf Tierhäute oder das sogenannte Amatepapier. Bis heute stellen es die Mexikaner auf dieselbe Weise her wie ihre Vorfahren. Die Rinde des Feigenbaumes wird in Wasser und Holzasche eingeweicht und dann gekocht. Anschließend werden die einzelnen Fasern in klarem Wasser ausgewaschen und gitterförmig auf ein Holzbrett gelegt. Stundenlang klopfen die Männer von San Pablito, bis sich aus der Rinde eine gleichmäßige Oberfläche ergibt. Mit einer Zitrone wird die Rinde geglättet und gebleicht. Das Papier trocknet in der Sonne und wird je nach Bedarf koloriert. Das sogenannte Papel Amate ist heute vor allem bei mexikanischen Künstlern gefragt, die sich der Tradition verpflichtet fühlen. Für Seeler und die Nachwelt bewahren die detaillierten Zeichnungen die wirklich beweiskräftigen Hinweise auf das Leben der Azteken. Und einmal zumindest sollte Seeler ihnen auch außerhalb der Bibliothek begegnen. Endlich ist es soweit. Monatelang hat Dr. Peña Fiel mit den mexikanischen Behörden um eine Grabungserlaubnis gerungen. Eduard Seeler darf eine Feldstudie machen. Sein Mentor Antonio Peña Fiel erhält die offizielle Genehmigung für eine Expedition zu den Ruinen von Xochicalco. Die Anlage liegt etwa 120 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt und ist nur mit dem Pferd zu erreichen. Eduard Seeler ist sich nicht sicher, ob er das schaffen kann. Er hat Schmerzen. Sein altes Magenleiden hat sich wieder gemeldet. Und auch in der Außenwelt lauert Gefahr, wie er seinem Tagebuch anvertraut. Das ganze Gebirge und insbesondere dieser Wald hat seit alter Zeit einen schlimmen Ruf als Räuberherberge. Bis vor kurzem waren auch Anfälle auf Leben und Eigentum hier an der Tagesordnung. Alto. Buenos días, caballeros. Wo wollt ihr hin? Wir reiten nach Xochicalco.
Wir sind Wissenschaftler von der Kommission Scientifica, del Ministerio Fomento. Es handelt sich um eine offizielle Erlaubnis der Regierung. Wir brauchen Ihre Dokumente. Seela und seine Begleiter haben Glück. Diesmal sind es keine Banditos, sondern Soldaten der Regierung. Sie wollen lediglich die Genehmigung der Forschergruppe überprüfen. Und auch Seela fühlt sich immer besser, je näher er dem Ort der Ausgrabung kommt. Nach mehreren Tagen im Sattel erreicht die kleine Gruppe endlich Xochicalco, das Haus der Blumen. Damals, vor mehr als 100 Jahren, ist über die Bedeutung und die Erbauer der Tempelanlage kaum etwas bekannt. Und die Mexikaner, allen voran Antonio Peñafiel, erhoffen sich von dem Deutschen neue Einsichten. Seela notiert beeindruckt nach seiner Ankunft. Da liegt sie, die berühmte Pyramide von Xochicalco. Ein Denkmal, das wir dreist als die Krone aztekischer Kunst bezeichnen können. Domingo, bitte versuche alle Details und alle Proportionen so exakt wie möglich zu erfassen. Ich werde mein Bestes versuchen. Ah, Tonio, was meinst du? Perfekt. Xochicalco gehört zu den wenigen Kultstätten, die die spanischen Eroberer nicht zerstört haben. Die prächtigen Hieroglyphen faszinieren den Forscher. Ähnlich wie die Kodizes erzählen ihm die in Stein gehauenen Abbildungen eine Geschichte, die er nach und nach entschlüsseln wird. Das ist sogar farbig. Bring die Kiste bitte zum Zelt. Aber mit äußerster Vorsicht, gracias. Antonio, ich muss dir was zeigen. Im Körper der Schlange habe ich diese Zeichen entdeckt. Immer wieder tauchen sie auf. Ich glaube, dass der Stil dieser Reliefs nicht nur von den Azteken, sondern auch von Teotihuacan und den Mayas beeinflusst ist. So ist es. Seela hat in den Hieroglyphen Details entdeckt, die nicht zur aztekischen Kultur gehören. Er ist sich sicher. Schon die berühmten Maya und die Tempelbauer von Teotihuacan haben diesen Ort ihren Göttern geweiht. Cecilie Seela dokumentiert unermüdlich die Arbeitsschritte ihres Mannes. Und stellst du dich mal vorne neben den Tempel, das wäre schön. An die Treppe. Por favor. Por supuesto, señor. Bisschen weiter nach rechts. Also. Perfetto. Eduard und Cecilie Seela gehen ganz in ihrer Wissenschaft auf. Xochicalco ist der Höhepunkt ihrer Mexiko-Reise. Cecilies Fotos sind bis heute unschätzbare Quellen für die Aztekenforschung. Und Seela liegt mit seiner Einschätzung von Anfang an richtig, wie spätere Ausgrabungen bestätigen. Xochicalco war ein Schmelztiegel verschiedener mittelamerikanischer Völker. Tja, ich habe eine ganze Anzahl interessanter Scherben gefunden. Heute sind weite Teile der Stadt ausgegraben. Rund um den Hügel befinden sich zahlreiche Tempel, Paläste und Opferstätten. Aufgrund ihrer nur schwer zugänglichen Lage war Xochicalco über Jahrhunderte eine ideale Festung. Für Eduard und Cecilie Seela wird es nach dieser Entdeckung Zeit, zurückzukehren. 8 Monate forschen sie schon in Mexiko. In Berlin wartet man jetzt gespannt auf ihre Erkenntnisse. 5, 8. Eduard? Ja. Das habe ich bei der alten Mexikanerin gekauft, am Markt. Wunderschön, oder? Sehr schön. Sehr schön. Cecilie hat die gemeinsame Arbeit mit ihrem Mann tief geprägt. In ihren Erinnerungen schreibt sie: Mexiko ist kein Land, das man aufsucht, um unbetretene Strecken zu erforschen oder unbekannte Naturvölker zu entdecken. Wer die nicht ganz unbedeutenden Beschwerden einer Reise auf sich nimmt, tut das nicht, um Neues zu finden, sondern um Altes zu suchen. Zurück in Berlin präsentiert Eduard Seela seine Forschungsergebnisse. Auf dem Amerikanistenkongress verfolgen Experten aus der ganzen Welt fasziniert seinen Bericht über die Entschlüsselung der Kodizes. Aus dem einfachen Privatgelehrten ist eine gefeierte Koryphäe geworden. Möge es mir bald einmal vergönnt sein, eine neue Reise ins Land zu unternehmen und das, was ich jetzt unausgeführt
und unvollendet liegen lassen musste, mit frischen Kräften wieder aufzunehmen. An der Berliner Universität begründet Seeler das Studienfach Mexikanistik. 1910 erhält er eine ganz besondere Ehrung. Er wird zum Direktor der Archäologischen Schule in Mexiko-Stadt ernannt. Heute wissen wir, dass Seeler recht hatte mit seiner Vermutung. Es wurden eben nicht Hunderttausende geopfert. Schon früh hat er ein ganzes Volk rehabilitiert. Am 23. November 1922 stirbt Eduard Seeler in seinem Haus in Berlin. Er wird 73 Jahre alt. Das Lebenswerk von Eduard Seeler ist sicherlich damit umrissen, dass er eine umfassende Geschichte der alten mexikanischen Kulturen erstellt hat, vor allem der Azteken, aber auch anderer mesoamerikanischer Völker. Deswegen bezeichnen wir ihn heute zu Recht als Vater der Mexikanistik. Nach Eduard Seelers Tod hält seine Frau Cecilie sein Lebenswerk in Ehren. Siebenmal war sie mit ihm auf ausgedehnten Forschungsreisen in Nord-, Mittel- und Südamerika. Unermüdlich publiziert sie aus dem Nachlass und schreibt eigene Abhandlungen. Auch über das Leben der Frauen im Reich der Azteken. In Deutschland ist sie eine gern gesehene und kenntnisreiche Rednerin. Sie verwaltet das Erbe ihres Mannes und bringt Mexiko und die Azteken den Deutschen nahe. Cecilie Seeler überlebt ihren Mann um 12 Jahre. Sie stirbt am 4. Januar 1935, kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Ohne den Wagemut von Eduard und Cecilie Seeler wäre die wahre Geschichte der Azteken vielleicht noch immer ungeschrieben. Das Ehepaar aus Berlin widmete sein ganzes Forscherleben der mittelamerikanischen Kultur und spürte die Faktoren auf, die zur Größe und Macht der Azteken beitrugen. Sie verfügten über ein ausgefeiltes Informationssystem, folgten einem hochkomplexen Kalender und hatten strenge Regeln für den Alltag. Durch den festen Glauben an ihre Götter und an sich selbst wurden sie zum mächtigsten Volk Mittelamerikas.